So, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Letzten Part haben wir die Pokéflöte erhalten und mit dieser Pokéflöte werden wir uns nun den Weg nach Vuxana City bahnen. Aber ich werde erst einmal Paras ablegen. Ja, ja, hier ist voll, ich weiß. Oder lege ich es ab? Das ist die Frage. Weil es ist zwar Level 22, aber. Ja. Aber ich brauche mal einen Elektro-Pokémon, deswegen nehme ich Rexco mit rein. Ja. Ich denke, Rexco kann ich da ein bisschen leveln. Mal schauen. Ich bin mir da nicht sicher, ob es wirklich gut vorankommt, denn die Gegner sind sicher Level. Keine Ahnung. Hoch. Naja. So, hier gibt es noch zwei Routen, wo ich dann angeln kann. Das finde ich sehr nice. Cool! Das ist ins Netz gegangen. Ich habe zwar schon ein Wasser-Pokémon, aber falls Shelock dann doch mal das zeitliche sehen und ich mal Surfer benötige, bin ich dann doch froh, wenn ich mal was habe. Und dann kommt nur die Level 22. Das ist so annehmbar. So, Raub, das kann man da nach oben. Schockwelle. Und wie wir es von Rex zu kennen, ist es natürlich schneller. Ja, aber kann es nicht killen, weil Rexco einfach, naja, nicht sein Bestes gibt. Aber das haben wir jetzt gleich mit Raub. Bam. Ich mag den Hintergrund von Raub so. Oh, Rexco. Come on. Show me your skills. Naja, du hast keine richtigen Moves. Du bist im Ball. Quapsel, Quapsel, ich hasse Quapsel. Also ich hasse es nicht, aber es ist mit Hypnose ein ziemlich nerviges Pokémon. Und es ist schneller als man wollte, aber das gefällt mir schon mal nicht. Und es überlebt natürlich, das gefällt mir noch weniger. Hier, Tackle. Es duplexiert mich. Autscha, Autschi. Böses Quapsel, Aussi, aus. Stirb. Brav. So, Level up! Und es kommt noch ein Goldini, Goldini. Goldini, Goldini. Goldini, Goldini. Chris. Wie lange braucht der Zug zum Durchfahren? Meine Fresse. Hallo? Hat er auch mal ein Ende? Na endlich. Heilige Scheiße. Oh nein! Warum trifft die Attacke überhaupt die 55% Treffer, Chance? Komm, hau ihm um. Ja, frei. Perfekt. Schön gemacht. Guck mal, Chris. Du bist ein super Hamster-Igel. Sie dachte, das ist ein Hamster. Und ein Igel. Und eine Maus. Naja. Was ich noch anmerken will, dass mir jetzt erst aufgefallen ist, nachdem ich es gemacht habe, ich weiß nicht, ob dazu Kommentare reinkommen werden, aber bei dem Offscreen-Trainings-Video bin ich ja mehrmals ins Pokécenter gelatscht, das ich ja nicht eigentlich nicht darf, da ich pro Folge nur einmal Pokécenter muss. Allerdings, da die Trainingsfolgen halt keine richtigen Folgen sind, sprich, es ist einfach nur zum Trainieren da, ist es erlaubt, dass ich mehrmals pro, Anführungszeichen, Episode ins Pokécenter gehe. Ihr könnt es mir als lame abstempeln oder ihr könnt es so abstempeln, dass... Ihr könnt so abschneiden, wie ihr wollt, denn ich möchte in diesem Let's Play auch vorwärts kommen und will ja nicht, naja, zwei oder noch mehr Parts einzig und allein leveln. Also sprich wirklich nur gegen Pokémon kämpfen, das wollt ihr auch nicht. Deswegen mache ich den Speedablauf und man kann es so sehen, 20 Minuten Speedablauf ist ungefähr 40 Minuten, das heißt mindestens zweimal Pokécenter dürfte ich sowieso benutzen. Ansonsten fliege ich ja zur Mutter, das zähle ich als Pokécenter. Habe ich jetzt schon gesagt. Schockwelle, los, Rexco. Oh, Rexco kommt ziemlich gut voran hier. Wenn es mal ein bisschen mehr Schaden machen würde. Autsch! Ha, paralysiert. Noob, 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 noob. So, dadä. Aber was ich nicht gerade an Rexco mag, ist, dass er ziemlich viel Schaden frisst. Aber Level 20 reicht. Na gut, er ist auch der Nachzügler, aber... Dennoch. Der ist mir entwischt.
Ja. Super Trunk. Und ich muss unbedingt mal Sari leveln und Chris auch noch ein bisschen höher leveln. Aber alles zu seiner Zeit. So, hier ist noch ein Kampf. Der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Ach, warst du nicht der mit dem Goldin Level 26? Ja, ich glaube, du warst der Goldin Level 26 Trainer. Angler Hans. Netter Name. Ich habe daraus, dass nach dir benannt wurde. Nur mit einem E-Mail hinten dran. Level 27 ist Kind noch schlimmer. Und ich bin eben noch schneller. Hahaha, geil. So gefällt mir das. Komm. Wow. Not a bad joke. Das macht nass mache. Ach, wie süß. Oh, es macht mich nass. Da werde ich ganz feucht. Moment, das werde ich gar nicht. Schockwelle. Bam. Adios, Goldinikos. Goldinikos? Na, egal. Das war spitze. Tja, so bin ich. So, und hier unten ist... immer noch kein Haus. Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Pff, Arbeit, wer will das schon? Quapsel. Oh nein. Moment, vielleicht gehst du jetzt One-Hit. Da ich jetzt schon ein paar Level höher bin. Und es immer noch schneller ist. Meine Fresse. Muss ich auch sagen, dass Quappo. Oh, danke. In der fünften Generation, dank der Dream World Ability, eigentlich ziemlich overused wurde. Obwohl eigentlich sind ja. Weil es ja die Fähigkeit Niesel haben kann. Allerdings sind ja Regentänzer-Team ja verboten worden auf offiziellen Turnieren. Also nicht auf jeden, aber auf den meisten Turnieren sind sie ja verboten worden. Weil sie einfach zu mächtig wurden. Und ich da muss dazu wirklich sagen, ja, das stimmt wirklich, denn man kann es wirklich so sehen. Wassertempo ist eine der Fähigkeiten, die es wirklich am meisten gibt, hinter Chlorophyll. Und da muss ich wirklich mal sagen, das ist wirklich eine extrem fiese Fähigkeit. Zumal es auch noch Regengenuss gibt und Trockenheit, das auch noch wirklich KP auffüllen kann, was auch wie eine Überreste wirkt. Sprich, das haben ja Kapaloris und Toxic Quark, welche Pokémon dann auch perfekt für ein Regentänzer-Team sind. Vor allem Toxic Quark, dass man kein Wasser-Pokémon ist und das sie für paralysiert. Ah, Lutz. Hingegen sind Solar-Teams, Sonnentag-Teams erlaubt, Sonnenstrom-Teams ebenfalls. Wobei es bei Stalobor wirklich zu Ausmaßungen kommt, dass es nicht im Sandsturm gespielt werden darf, da es da viel zu mächtig wird. Wegen seiner Fähigkeiten, entweder Sandschleier oder Sandscharrer. Sandscharrer hatte sicher mal, das erhöht den Angriff. Und ich glaube, es war Sandschleier, oder? Ach nee, Einer seiner Fähigkeiten erhöht seinen Angriff in der Instanz und der andere die Initiative. Ich weiß nicht genau, wer. Ich will Sari und ich nehme Chris. Komm. Die zwei harmonieren jetzt perfekt hier. Steinhagel und. Hey Dennis, wenn wir gewinnen, heiraten wir. Verdammt, ich muss sie gewinnen lassen. Ich will ja nicht. Ich will kein Hochzeitscrasher werden. Aber. Sie haben Nidorans. Und ich hatte mal Nidoran. So, rechte Hand. Oh, Moment mal, erstmal die Attacken sortieren. Oh, ich hab noch nie benutzt, Saria. Tut mir das so leid. Oh, so. So, rechte Hand und du machst Steinhagel. Und trifft's auch. Dann wirst du richtig ordentlich Damage machen. Yeah. So wird dem Thema ordentlich Damage. Doppelkick. Ja, geh auf Chris, das macht ihm kaum Schaden. Denn Chris ist extrem gut in der Defensive. So. Du machst mal das. Nee. Du machst den hier und du machst den hier. Hopp. Oh! Ey! Nicht klauen hier! Geheimpower! Muhahaha! So. Endlich mal. Jetzt sag ich mal, was bekommen. Schlitzer! Ach komm! Ja, das war ein Volltreffer. Wie niedlich. Hätte ich mir mal eins nachschauen. Noch ein Zug. Boah, leck mich doch am Arsch. Ernsthaft. Warum fahren die immer dann rein, wenn sie nicht sollen? Wow, das ist extrem wenig Verteidigung. Wow, das war so viel Verteidigung wie Angriff. Ach du Kacke.
Das ist mächtig. Ruckzuckieb. Ja, du machst noch mit geilen Power. Bams. Und tschüss, Nidoran. Weiblich. Yay. Vernichtet. Und kein Giftdorn. Juhu. So. Aber warum nur? Weil ihr zwei Noobs seid. Muhaha. Ganz einfach. So. Oh, der Kampf wird hart. Jo. Könnte der Zug mal durchrasen? Danke. Oh, ernsthaft. Ich muss nicht auch mit dem Fenster spielen, denn ansonsten verschmelzt sich hier drin. Verschmelzt ein neues Wort erfunden. Kann auch nicht. So, hier kommt ein Relaxo, das ein männliches ist und trägt natürlich auch eine Maronbeere, wie es halt üblich ist für so ein Relaxo. Ich hau mal einen Durchbruch drauf, denn das wird jetzt überleben, denn es hat einen guten KP-Pool. Ja, wie gesagt. Ich hoffe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das Vieh macht Damage. Und das macht Gainer. Obwohl, ne, ist nicht schlimm. Nein, 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 nein. Denn ich habe sowieso die Pokeflöte, aber ich werde jetzt erstmal Bälle werfen, denn ich habe ja. Keine lieber Bälle. Fuck. Ich werde es nicht fangen können. Verdammt. Ja, wow, nicht mal ein Schütteln. Macht schon Archer, das bringt dir nichts. Superball, 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 los. So, komm. Ja? 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 Fuh, you! Ja, gähn mich an. Bringt dir nichts. Komm schon, Relaxo, ich habe auch einen Namen für dich. Eigentlich... Och, Mann! Kopfnuss. Du Arschgeburt. Ja, wie viel Verteidigung hast du eigentlich? Hat es Immunität oder hat es. Ich denke, es hat Immunität. Sonst wäre es vielleicht vergiftet worden. So, jetzt bin ich heil. Denn du darfst mich ja nicht wegsterben. Ich will nicht noch ein Opfer haben. Oh, hey, du Schlafmütze. Auf. Nicht du aufwachen. Na. So, komm, jetzt mit dem Superball schaff ich's. Los, Superball, flieg und sieg. Ja? Ja? Fick dich. Kopfnuss, ouch. Los, Superball, flieg und sieg, ich trink mal was. Leck mich, Relaxo. Nein! Nicht so. Oh, Relaxo, verstehst du es nicht? Oh. Und natürlich hat dieses Mistvieh eine schöne Maronbeere. Ich hasse dich so sehr. So abgrundtief. Natürlich schläft's noch. Ja. Kluger Schachzug. Princess, aufwachen! Ja. Gut, Relaxo, ist auch keine Gefahr. Princess! Gut, Epic Battle hier. Wir machen gar nichts. Doch, Relaxo macht was. Kopfnuss. Ah. Ey, ernsthaft. Also, wenn jetzt hier dieses Prinzesschen hier nicht aufwacht, dann werde ich wütend. Aber so richtig wütend. Dankeschön. Hier, Durchbruch. Bam, bam, tschakka, tschakka, bam, bam. Das ist sehr effektiv. Oh Mann! Meine Fresse, warum? Weshalb, weswegen, wieso? Durchbruch. Bam, bam. Zack! Naja, wenigstens kann es jetzt so weniger angreifen. Als eines es macht Schnarcher. Na? Nein. So schlau ist es nun auch wieder nicht. Komm schon, ich will dich haben. Komm schon. Schlaf. Du schläfst. Du kannst nicht rauskommen. Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Du bist eine Schlampe. Also, ich meine, es ist Relaxo, nicht Princess. Oh, jetzt schon für diesen Kraftausdruck. Aber der muss einfach sein. Weil das verflixte Relaxo mich einfach trollt. Boah, ey.
Es schläft tief und fest. Noch ein Durchbruch, yes. Ich weiß nicht, wie ich die Folge nenne. Schlafen oder Dornröschen oder irgend sowas in der Art. So, komm, jetzt bleibst du aber drin. Bitte, 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 jawohl! Nimm das, Relaxo, du gehörst jetzt zu mir. Ich glaube, ich nehme sogar ein Steam auf. Ein sehr faules Pokémon, welches nur schläft und frisst. Je größer es wird, desto mehr schläft es. Kennt ihr von mir? Ja, ich gebe dir einen Namen, nämlich, ich nenne dich Keeper. Nein, nicht Goalkeeper, einfach Keeper. So, perfekt. Ich glaube, ich hole dich sogar ab, weil Level 30 ist ziemlich awesome. Nur für welches Pokémon? Ja, Rexco, ich muss sagen, du hast mir wirklich viel gebracht. Du bist jetzt raus. Ich bin so ein Arsch, aber sorry. Ich meine, Rexco schön und gut, aber ich habe ein Relaxo. Vor allem Relaxo ist dann auch perfekt für die 6. Arena. Und falls es Immunität hat, ist es auch extrem gut für die nächste Arena. Und ja, erstmal heilen. Willkommen im Pokémon Center, wir haben deine Pokémon, machen sie wieder da. Zirke ich nur deine Pokémon für einen Moment in mein Output. Yay. So. Geheilt für diese Runde, für diesen Part haben wir auch schon. Und was hast du, Relaxo, also für mich zu bieten? Du bist ein Solo-Wesen. Solo war. Plus Angriff, minus Innet. Minus Verteidigung, genau. Du hast. Geil. Ist das geil oder ist das geil, Leute? Ich find's geil. So, du kommst rein. Ciao, Rexco. Ist irgendwie fast schon komisch, dass ich Rexco durch Keeper setze, weil, naja, die zwei kennen sich und. Oh, die werden sich dann in die Haare kriegen. Aber ich habe ein Relaxo. Oh, da ist dann drei Pokémon-Schlafe über 30. Geil! So, und ich werde das mal sagen, wir sind Level. Ja, gut. Ich meine, klar, es ist ein extrem scheu bei einer Wasserroute, sagen da vorne so, aber wenn sie alle nur so blöd sind und Pokémon wie jetzt Goldini reinschicken, da ist das kein Problem, finde ich. Moment, ich muss mal schauen. Habe ich noch irgendwo eine gute Attacke? Aquarelle, Gigasaure, Rückkehr, Schaufler. Ayoras, wir können das lernen. Nee. Synchnese. Keeper. Schaufler. Wisst ihr was? Ich bringe seinen Pokémon bei. Sari. Warum Sari? Ich mag Sari und Schaufler ist sowieso eine coole Attacke. Hat sie hier schon 80 Stärke? Nein. Ich nehme dann mal den Sandwirbel weg. Ich will einfach mal Sari mal ein paar bessere Attacken beibringen, damit endlich mal ein bisschen, naja, nützlicher wird. Erhöhner, Brüller, nee. Ich werde jetzt nochmal schnell zurück nach Prismania City. Und das Fahrrad ist so langsam. Nämlich gibt's da was zu holen für uns. Nämlich noch ein paar TMs. Im Markt. Denn ich. Ups, sorry. Ich muss aufstoßen. Ich hoffe, man das jetzt nicht gehört. denn ich möchte Relaxo gerne noch Geheimpower Schrägstrich Durchbruch beibringen. Und ich frage mich gerade, wie viel Geld habe ich? Weil. Also, ich gebe 2000. Nee, das ist zu wenig Münzen. Ich muss dann mal echt mal Geld sammeln. Oder besser gesagt, Geld verdienen. Um mir dann mal ein paar gute Teams zu kaufen, mit Eisstrahl und so. Weil Flammenwurf wäre schon nice. Ebenso wie Spukball. Und warum gehe ich immer so. Hier ist es doch. Meine Hörne. Hallo, ja. Ich hätte gern den. Schaufel kann ich nochmal ziehen. Ich kaufe nochmal. Warum nicht? Durchbruch nehme ich auch zweimal. Einfach mal, weil ich es kann. Und Geheimpower, die werde ich jetzt irgendwie noch so oft brauchen. Ich kaufe jetzt viermal. Und Anziehung brauche ich nicht, danke. Ja, ich möchte mal verkaufen. Und schauen, was ich so alles habe. Den Wasserstein, den brauche ich ja jetzt auch nicht mehr. Weil ich jetzt. Nackwana. Ein Ding ins Gewöhnt habe. Oh, Nugget. Ein Flamara. So. Ja, nein, tschüss. So. La, so, dann. Durchbruch. So, ja.
Ist einfach eine gute Attacke Durchbruch. Ich finde ich einfach cool. Du kannst verbessert Stärke 70. Okay. Ja. Schnarcher. I don't know. I don't wanna use this attack irgendwann wieder. Als nächstes kannst du dann noch. Obwohl. Dann kann ich hier jetzt auch lernen. Niemand. Wer hätte das gedacht? Rückkehr. Mit der Attacke warte ich noch, die würde ich Flamara beibringen. Wenn ich schon mal dabei bin, Schaufler. Weil es passt einfach zu einem Boden-Pokémon, dass es einfach eine Bodenattacke beherrschen sollte. Deswegen werde ich jetzt mal Chris beibringen. Für Geheimpower, denn Schiss ist sowieso stärker. Und außerdem wird dadurch Chris ziemlich nützlich für die nächste Arena. Wenn auch nur geringfügig. Wobei ich vor der Arena natürlich noch offscreen trainieren werde. Weil ja die Trainer dort und vor allem der Arena-Leiter sind dort ziemlich heftig. Und hier nehme ich mal Geowolf weg. Da Geowolf jetzt relativ wenig bringt. Wir können 29 KP abziehen, das kann ich jetzt auch mit Body Slam oder da ziehe ich auch viel mehr ab. Ja. Also, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal schnell nach Lavagna zurück und ja. Momentan das Team noch ein bisschen nach Level sortieren. So. Außer das Sari, das bleibt noch ziemlich vorne, weil ich Sari lieb hab. Das ist mein Flamara. Ich muss noch was auf die Karte zeigen. Ich hab. Karte? Ja. Wieso? Ich frage mich gerade, warum fliege ich eigentlich nie? Oh. Hier ist Route 12. Also hier habe ich jetzt Relaxo gefangen, sprich, ich darf hier auf dieser Route kein Pokémon mehr angeln. Aber hier auf Route. Ja, komm. 13 darf ich dann wieder angeln. Und Route 14 ist dann eine Grasroute und. Route 5. Was? Das. Wow. Ich hab's ein Flixfield zu holen. Geil. Und ich fliege mal zurück, weil. Für irgendwas habe ich mir ja Fliegen geholt, ne? So. Heieiei. Mensch mit Mensch. So. Und let's go. Route 12. Deswegen kann ich auch das Relaxo auf der Route zum Fahrradweg nicht fangen. Da ist halt. Da ich da schon einen Pokémon gefangen habe auf dieser Route. Und im nächsten Part gehen wir dann zur Sportangelzone. Warum nicht? Bis zum nächsten Mal. Cheerio!